So, wir sind hier jetzt live in der Albertgasse und Sie sehen schon ganz viel Polizeiabsperrung im Hintergrund. Alles ist wie geschehen abgesperrt, denn es kommt anscheinend zu einem erneuten Coronavirus-Meldung. Eine Lehrerin ist anscheinend momentan in Quarantäne. Der Pressesprecher sollte jeden Moment hier eintreten. Die Aufregung ist natürlich unglaublich groß. Seit wir hier sind, die ganze Straße ist abgesperrt. Wir wachen hier Polizisten auch den Ein- und Ausgang. Die Schüler, die schauen runter, die wissen auch nicht ganz, wie ihnen geschieht. Wir haben draußen schon einige Schüler gesehen. Auch die waren kurz weg, kommen nicht mehr natürlich in diese Schule hinein. Ansonsten, wie gesagt, wir sind äußerst gespannt, denn auch in Innsbruck waren bereits 2 Fälle gemeldet des Coronavirus. Wir warten hier jetzt weiter vor Ort und momentan tut sich etwas. Hier ist anscheinend die Polizeisprecher. Wir schauen ganz kurz, wo sie hingehen. 3 Minuten noch. Okay, passt. Und sie werden sich sofort melden. Wie gesagt, die ganze Straße ist abgesperrt. Wir sind hier eben live vor Ort, wo das Ganze eben passiert. Keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. Unglaublich viele Polizeiwagen befinden sich links und rechts hier. Denn anscheinend ist eine Lehrerin, die davor in Italien war, am Coronavirus hier erkrankt. Und wir müssen jetzt auch sofort zum Treffen. Trotzdem gehen wir ein Stückchen runter und teilen wir uns auf mit den Interviews 2-3 Mal. Was gibt es denn für behördliche Maßnahmen? Wir sind jetzt hier mit den Beamten vor Ort, um hier Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Derzeit ist es so, dass wir auf die Entscheidung der Gesundheitsbehörden abwarten. Bis jetzt darf niemand die Schule verlassen. Und alles Weitere wird dann durch die Gesundheitsbehörde kommuniziert. Wie viele Beamte sind denn im Einsatz? Wie wird es weitergehen? Wie schaut der Plan aus? Wir haben hier Beamte vom Bezirk und auch von der Bereitschaftseinheit. Wie viele sind im Einsatz und wie wird es weitergehen? Was ist geplant? Wir warten jetzt hier derzeit auf den Entscheid von der Gesundheitsbehörde. Es erfolgen jetzt die Untersuchungen. Wir müssen hier wirklich die Entscheidung abwarten. Wir sind jetzt hier vor Ort, um hier die Sicherungsmaßnahmen durchzuführen, um hier für Ruhe zu sorgen, um auch zu schauen, dass niemand die Schule verlässt. Und alles Weitere erfolgt dann durch die Gesundheitsbehörde. Ich wollte fragen, was bedeutet Sicherheits- oder Sicherungsmaßnahmen? Darf man jetzt durch die Gasse durchgehen? Was ist mit den Anrainern? Was ist mit den Schülern? Was ist mit den Lehrern? Was ist mit Eltern, die ihre Kinder von der Schule abholen wollen? Was ist da von Polizeiseite, von Sicherungsmaßnahmen geplant? Von unserer Seite ist hier zu sorgen, dass hier jeder Ruhe bewahrt, dass wir hier schauen, dass niemand die Schule verlässt, dass auch derzeit niemand in die Schule hineingeht. Und alles Weitere erfolgt dann durch die Gesundheitsbehörde und hier müssen wir auf die Entscheidung abwarten. Steiner, was wurde denn den Kindern gesagt, die sich momentan in der Schule aufhalten? Dazu kann ich Ihnen keine Informationen geben. Was sagen Sie den Anrainern, die in der Nähe wohnen und nicht in ihre Wohnungen können? Dazu kann ich Ihnen ebenfalls leider keine Informationen geben. Wann würden wir denn wissen, ob dieser Virusverdacht bestätigt werden kann oder nicht? Auch hier muss ich Sie leider an die Gesundheitsbehörde verweisen, da die mit diesen Untersuchungen betraut sind. Ist das jetzt von der Exekutivseite ein Notfallplan, der ausgearbeitet worden ist, wenn in Wien sein Coronavirus auftritt? Von unserer Seite werden natürlich Pläne ausgearbeitet. Wir unterstützen hier lediglich die Gesundheitsbehörden, sorgen hier, dass Ruhe bewahrt wird. Und falls es notwendig ist, dass die Polizei hier einschreitet, dann natürlich nur in enger Absprache mit den Gesundheitsbehörden. Merci. Das war jetzt eben hier momentan live die Polizeisprecherin. Wie gesagt, es gibt noch nicht viele Neuigkeiten, man weiß eigentlich nicht, wann die Eltern zu ihren Kindern können, wann die Kinder aus der Schule raus können. Auch das ist hier eben noch nicht geklärt. Also wir werden alle Informationen natürlich weiter für Sie folgen. Wir sind hier live vor Ort, wie gesagt, ein neuer Coronavirus-Fall hier anscheinend im 8. Bezirk in der Josefstadt in der Albertgasse. Das ganze Bundesgymnasium soll evakuiert werden, die Polizei bewacht es und links und rechts auch Anrainer kommen natürlich nicht mehr in ihre Wohnung. Wie lange sich die ganze Lage zuspitzen wird, wie lange das Ganze dauern wird, ist noch nicht geklärt. Wir halten Sie natürlich hier auf dem Laufenden.